Jo, guten Tag. Ja, die ZX10 gibt es mal nicht mehr, aber ich habe noch ein bisschen naja, mitgeschnittenes Material und das ist, glaube ich, ganz interessant. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also bauen wir das jetzt mal zusammen und ja, wechselnde Bremsscheibe, würde ich sagen. Ne? Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Etwas interessante Anmoderation sozusagen. Ja, da ist das Objekt der Begierde irgendwo da. Und ja, einmal eine neue Bremsscheibe. Und einerseits ist was Lustiges dabei vorher rausgekommen. Also es war ein starkes Bremsrubbeln schon Ewigkeiten bei dem Ding. Und ja, dann habe ich mal genauer geguckt. Habe tatsächlich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Ja, was Lustiges, Halblustiges festgestellt und jetzt halt einmal neue Bremsscheiben draufbauen und wie das so grundsätzlich geht bei so einem Schrupper, einfach mitkommen. Wir fangen gleich mal an, alles auseinander zu bauen. Bis dann. Ist ein bisschen zäh, muss man zugeben. Ja, ich habe das dann hinterher nochmal rausgenommen und alles gereinigt. Da war ein bisschen dolle viel Schraubensicherung offensichtlich drin. Hat einer ein bisschen Angst gehabt. Vernünftig hinzukriegen, kann man unter den Hauptständer so ein Brettle unterschmeißen, so 3, 4, 5 cm hoch. Ist ein bisschen dolle schwierig mit Aufbocken, muss ich zugeben, aber kann man sich ja noch eine zweite Person zu holen. Und dann unter den Motorblock muss man gucken, wo man da ganz gut hinkommt. Nicht an der Verkleidung, sondern unter dem Motorblock. Dann einmal so einen kleinen Mini-Wagenheber quasi nehmen und das Ding einfach hochbocken halt, ne? Und dann ist vorne alles frei. Und dann kann man nämlich schön die Achse rausziehen und ja, Abstandshülse runterschmeißen. Die muss man dann nur mal einmal ein bisschen sauber machen, dass dann hinter nicht der ganze Dreck dann mit reingebaut wird. Die wird dann auch nochmal mit Fett wieder angesetzt. Ja. Tachoantrieb einmal raus und jetzt das Rad quasi so unter dem Kotflügel so rausfiedeln. Das geht eigentlich ganz gut. Braucht man den Rest nicht auch noch auseinanderbauen. Das ist ganz okay. So steht das Ding dann da und ja, steht er da. So, hier sehen wir die Originalbremsscheibe und da ist ein Laufrichtungspfeil drauf. Das ist ganz wichtig. Ich habe das nämlich schon mal auseinandergebaut gehabt, weil die Dinger waren mal rückwärts aufgebaut. Also war sehr schräg. Entweder hat einer den Reifen falsch rum aufgezogen, aber ne, die Felgen waren richtig rum. Also die Bremsscheiben waren irgendwie falsch rum. Keine Ahnung. War auf jeden Fall mega bescheuert und daher kam das ganze Problem. Und die eine Seite lief rückwärts und die andere Seite lief vorwärts. Also bei der Originalbremsscheibe halt drauf achten. Ja, hier sehen wir die Unterlegscheiben quasi, es sind so eine Federscheiben, die sind so leicht vorgebogen und die müssen auch vorgebogen nach außen unten auf die Scheibe. Und das, was nach oben steht, quasi, muss unter den Schraubenkopf. So, dann alles rausgetüdelt, Bremsscheibe abgenommen. Ja, die kann jetzt theoretisch auch in Schrott, könnte man sagen. Praktisch übrigens auch. Ja, so. Einmal alles neu, alles hübsch. Und jetzt haben wir hier einmal Gewindeschneider. Ich habe auch noch eine Gewindefeile. Also entweder nimmt man alle Schrauben neu
Oder es empfiehlt sich, mit einer Gewindefeile das ganze Gewinde halt eben sauber zu tüdeln, weil da kommt halt Schraubensicherung drauf. Und damit das dann vernünftig geht, und das ist sehr, 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 sehr zu empfehlen, einmal alle sauber feilen. Ist eine Mordsarbeit, aber ja, da kommt ein Drehmoment später auf die Bremsscheibe drauf, und damit das überall gleichmäßig angesetzt werden kann, ist es nicht unwichtig, dass man halt alle Gewinde quasi einmal reinigt. Und hier, das ist ein Gewindebohrer für Maschinen. Es gibt die auch für Handeinsatz. Und Maschinenteile sind ein bisschen teurer, aber beim Ansetzen, ja, habe ich jeden halt auch mit der Hand erstmal vorsichtig angesetzt. Da sieht man auch, wie viel Schrott da drin ist. Und dann mit einem Akkuschrauber halt einmal den Rest. Aber erst, wenn das Ding wirklich gerade drin sitzt. Also ihr habt nur eine Felge und die ist ganz schnell kaputt gedödelt. Also schön aufpasse. So, nachdem man da alle Löcher sauber gemacht hat, kommt natürlich nochmal so ein Dichtungsschaber. Das ist so eine Hartmetallklinge quasi. Und ja, wer das nicht hat, dann, keine Ahnung, irgendwie vernünftig sauber machen, dass die ganzen Anlageflächen halt eben einfach komplett sauber sind. So, hier einmal alles so im Schnelldurchlauf, natürlich jede einzelne Schraube. Und auf der anderen Seite dann später halt auch, ne? Da habe ich angefangen mit der Gewindefeile gleich, und hier sieht man die neue EWC-Bremsscheibe. Jo. Und die haben nur eine Außen- und eine Innenseite. Die Innenseite ist glatt und die Außenseite hat so Vertiefungen, sieht man gleich da so ein bisschen, wo die Schraubenköpfe quasi draufkommen. So, und dann einfach Schraubenköpfe, oder Quatsch, Schrauben halt eben dann jetzt einschrauben, nach und nach, beziehungsweise man hört, dass ich mir eine Gewindefeile falle. Tja, was ist jetzt passiert? Ja, ganz einfach, ich habe hier Videomaterial, was ich quasi schreddern konnte. Also da war nichts mehr von zu gebrauchen, also die große A-Karte könnte man sagen. Ja, ich habe mit der Gewindefeile halt eben die ganzen Schraubenköpfe, die ganzen Schrauben halt nochmal sauber gemacht. Alle Gewinde natürlich halt nachgeschnitten, wie gesagt, dass alles komplett sauber war. Anlageflächen sauber gemacht und so weiter. Und hier sieht man halt eben nochmal ganz gut diese leichten Vertiefungen, da wo die Schraubenköpfe dran sind. Das ist die Außenseite von dieser Bremsscheibe. Bei Original, wie gesagt, ist da halt so ein Laufrichtungspfeil. Und der sollte in dieselbe Richtung zeigen wie der Reifen. Also auf dem Reifen ist auch ein Laufrichtungspfeil und deswegen beide in gleiche Richtung. Ja, und dann muss man halt den ganzen Krempel quasi zusammenbauen. Nach und nach, ganz in Ruhe, Drehmomentschlüssel dabei haben. Jede Schraube erstmal ansetzen, jede Schraube erstmal runterschrauben, bis die vorgespannten Federunterlegscheiben quasi aufliegen. Und dann nach und nach mit Drehmoment über Kreuz anziehen. Also das heißt immer links und dann rechts und dann oben links und unten rechts und oben und unten quasi. Und ja, wenn ihr das alles gemacht habt, dann halt die andere Seite genauso behandeln. Danach, ja, ist alles fertig so gesehen. Dann könnt ihr das Rad wieder reinschmeißen. Alles wieder zusammentüdeln, Achse wieder rein, Bremsen drauf und... Ach ja, Bremsbeläge übrigens auch natürlich nur alle neu reinmachen. Alter, finde ich, Sprachlegastheniker. Ja, konnte ich natürlich logischerweise jetzt auch nichts mehr dokumentieren, weil ist halt nichts da, aber ich werde das nochmal bei irgendeinem anderen Moped bestimmt machen. Und da werden wir auch nochmal in Ruhe, ja, Bremsbeläge halt quasi einmal neu machen. Ja, wenn man dann alles neu macht, man sollte auf jeden Fall auch immer, wenn man die Scheibe macht, auf jeden Fall immer Bremsbeläge neu machen. Also niemals alte Beläge mit neuer Scheibe fahren. Das ist halt ziemlich dämlich, weil irgendwie die Beläge sind so ein bisschen riffelig, böse gesagt. Also die haben die Kontur der alten Scheibe, und wenn man dann eine neue Scheibe drauf macht, dann versaut man sich die quasi gleich. Also alles immer komplett neu. Ja, und dann halt wie gesagt alles zusammenbauen. Wenn ihr jetzt das erste Mal eine Runde mit dem Ding dreht, dann erstmal ein bisschen Piano und ganz entspannt fahren, weil das muss ich erstmal alles aufeinander einreiben und einpaaren.
Ja, und halt eben noch keine mega Vollbremsung machen, von wegen, oh, jetzt ist ja alles neu und alles schön und jetzt können wir gleich richtig in den Tasten hauen, das ist eine blöde Idee. Also schon einen definierten Bremsdruck aufbauen, und halt eben mal die Scheibe quasi ein bisschen einbremsen und die Beläge auch. Aber damit rechnen, ganz zu Anfang, also die ersten paar Meter könnte vielleicht sogar ein bisschen doof sein. Und dann halt eben nach und nach einbremsen und den Druck steigern und nach Möglichkeit die ersten 200 Kilometer keine Vollbremsung machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, so, dann mussten wir das jetzt leider hier ein bisschen doller einkürzen. Tut mir leid. Aber so sieht man auch mal das Endprodukt. Und ja, jetzt hat man schöne neue Bremsen auf dem Ding drauf. Hat den Wert schon fast wieder verdoppelt. Nein, nicht ganz, aber die Dinger sind schon teuer, gerade für die alten Hocker. Und ja, jetzt wird sie wahrscheinlich die nächsten 70.000 oder 50.000 neue Bremsen haben, halt quasi, also zumindest neue Scheiben. Na gut, so, ich würde sagen, wir können auch gleich zum Schluss durchrudern. Ist jetzt diesmal ein bisschen anderes Video, aber ja, ging halt nicht anders, tut mir leid. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder so live vor der Kamera, wenn man so möchte. Alles klar, dann entspannte Zeit und Horido, macht was Schönes, bis zum nächsten Mal. Tschüss.